zack und zack. Halt, wir machen ja gleich mal zu. Ja, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Der Waffenhändler, die Ladung verloren. Bla. Wir kümmern uns aber erstmal um die Kollegen hier. So. Kannst schön da bleiben. Huch, was ist denn hier los? Gib mal das her. Huh! Schnell weg. Schnell weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe euch doch gar nichts getan. Jetzt erledige die restlichen Waffenschieber. Ja, supi. Das ist mir gerade ein bisschen zu... Nein. Mission, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der hat mich überfahren? Ach, ihr seid doch ein paar Penner. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ach, das Leben ist hart, Freunde. Das Leben ist hart. Das geht gleich wieder super los mit der Session hier. Also wieder auf zu Phil, ohne Muni, ohne alles. Wir können zwischendurch nochmal die MP-Munition hier drüben bei unserer Pennerhütte holen. Nach dem handelsüblichen Crash. Der darf natürlich nicht fehlen, um unsere Fahrkünste unter Beweis zu stellen. Halt! So. Her mit der Muni, dankeschön. 60 Schuss, naja gut, das ist ja immerhin genug, um ein paar Leben auszulöschen. Zack. Also merke, zum Auslöschen der Waffenschieber nicht aus dem Auto steigen. Das sollte machbar sein, denke ich. Aber ich hatte auch keinen Bock mehr gehabt, in dem Patriot rumzusitzen, wenn die Kiste schon kurz vorm Brennen ist. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir... Weg da. Gemütlich die Waffen holen können und dann erstmal irgendwie Abstand gewinnen oder bloß die zwei Kollegen da haben als Gegner, aber so sah ja dann irgendwie anders aus. Das fand ich ja schon so ein bisschen fies, muss ich sagen. Ja, das kennen wir schon. Und jetzt ist auch der Untertitel wieder da, wunderbar. Und dieselbe Mission wie vorher. Das nehmen wir mal mit. Ramme die Waffen von der Ladefläche des Waffenschiebers oder sprenge alternativ gleich den ganzen Waffenschieber in die Luft. Und diesmal würde ich sagen, machen wir erstmal hier rum, weil der eine Waffenschieber hier oben ja diese Uzi hatte und ich dann doch lieber eigentlich die schwerere MP hätte, ganz gern. Und ja, die schließen sich ja gegenseitig aus. Halt, 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 halt. Ja, den haben wir. Schieß mal hier drauf. Ja, 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 ja. Bulle? Na super. Ja, toll. Und zwei Sterne. Dankeschön. Ihr seid ein paar Penner. Das geht überhaupt nicht. So, jetzt Muni nehmen, ohne überfahren. So, wer denn? Wollt ihr mich denn verarschen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Diesmal mit dem Taxi. Da fehlen mir die Worte. Also, die Erinnerung hat mich nicht betrogen. Das sind absolute Nazi-Missionen hier. Komm, weg den Kram. Und wieder ab zum Waffenschieber. Ja, jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Waffe. Das ist ja noch besser als vorher. Soll heißen, jetzt müssen wir uns wirklich mal mit Rammen und sofort aufsammeln probieren. Aber ich würde sagen, ich bleibe trotzdem oben erstmal bei denen. Als erste Anlaufstelle, weil, wie gesagt, ich will die andere Waffe haben da. Gut, dann jetzt einfach mal draufhalten. Kommt ihr Schweinehunde, ich krieg euch. Und zack, ja, und so. Hallo? Ja, geht doch. Muss ich jetzt irgendwie Angst haben?
Aber. 5 und 3. Ach! Das kann ja nicht euer Ernst sein. Ach nee, womit habe ich das jetzt wieder verdient? Das ist ja... Ach. Und wo kriege ich jetzt Leben her? Weg da. Ja, ja. Den hat's gut in die Ecke eingeparkt. So. Das war jetzt irgendwie etwas suboptimal. So als Ausgangslage. Können wir jetzt... Komm hier, stirb. Ich krieg dich klein, komm. Ach shit, jetzt ist mir wieder die Muni ausgegangen. Wo hat er seine Ware jetzt verloren? Ware verloren? Wo hat er... Hat er überhaupt? Hä? Bin ich jetzt gerade blind oder... Wo ist denn... Wo hat er denn seine... Also, ich ramm den jetzt erstmal zu Schrott, aber... Zack, so, das war für dich. Erstmal, hier vorne irgendwo? Nö. Wo hat denn der jetzt seine Ware verloren? Also, bin ich jetzt irgendwie total verkalkt hier, oder ist das Ganze... Hä? Aber wir sind doch noch in der Mission, oder? Ja, erstmal hier. Ja, doch, müssen wir doch. Das ist jetzt aber... Also ich gehe jetzt erstmal hier drüben hin, weil ich da mal vor Ewigkeiten, wenn das die Stelle ist, was ich hoffe, einen Stern gesehen, einen... Ja, hier einen... Genau, wunderbar. Ach, hier gibt es auch was zu kaufen. 14.000! Ich glaube nicht. So... Jetzt haben wir bloß noch einen Stern, jetzt ist das nicht mehr ganz so schlimm. Aber wir haben jetzt irgendwie... Wir sind doch aber noch auf der Mission, oder? Sonst würde uns doch was angezeigt werden rundherum. Was ist denn hier los? Ach, ich glaube, wir dürfen uns gleich nochmal töten lassen oder festnehmen, wahlweise, was soeben passiert ist. So, und das Ganze nochmal angehen. Ja, ja. Ach, das Leben ist nicht einfach. Jetzt habe ich schon über eine Viertelstunde nur mit Failen aufgenommen. Das ist ja schon mal wieder richtig klasse, oder? Zum vierten Mal. Ich glaube, so oft musste ich noch keine Mission anfangen. Der Waffenschieber, bla bla. Ramme die Waffen von der Ladefläche, bla bla. Das nehmen wir mit. Und ab geht's. Ich finde es aber auch reichlich dämlich, dass wir die Karre mehrmals rammen müssen, damit überhaupt was runterfällt erstmal. Oder widme ich mich doch erstmal denen hier unten? Also irgendwie scheint es ja vollkommen bewusst zu sein. Nein, ich mach so rum. So rum ist besser. Sage ich jetzt einfach mal so. Behaupte ich jetzt. So, Freunde. Freunde der seichten Unterhaltung. Kommt, gib mal her. Ja, wunderbar. Ja, jetzt wird es auch angezeigt unten. Also, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig hier. Komm, so, jetzt das her. Und jetzt erstmal dich weg. Ja, das hätten wir. Jetzt mal schnell hier. So. Jetzt fahren wir dich über den Haufen. Wunderbar. Und wir haben zerschossene Reifen. Das finde ich irgendwie... etwas suboptimal. Aber da wir jetzt nichts anderes finden, mangels besserer Alternativen, bleiben wir dabei. Na, mal schauen, wenn wir den beherzt rammen, vielleicht klappt das. Jawoll! Und jetzt wird uns da auch was angezeigt. Warum ist das... Das kann doch nicht sein. Hier muss irgendein Fehler drin sein. Jetzt ist die Muni wieder weg hier. Ah, das gibt's ja gar nicht. Also, ich...
gehe die Mission jetzt noch 5-mal an, wenn es sein muss. Und sobald ich das endlich mal aufzunehmen geschafft habe, bevor es verschwindet, werde ich mal wieder auftauchen dann. Also, sagen wir mal, bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich auch endlich mal mitgekriegt, dass ich die Kopfhörer gar nicht reingesteckt hatte. Also, falls ich vorher irgendwie Hall drauf gehabt habe, das lag daran, dass ich ohne Kopfhörer einfach mal so gespielt habe. Haben wir jetzt geändert und wir haben es jetzt geschafft, beide Waffen einzusammeln. Ich habe jetzt einfach mal die Handgranaten mit benutzt, um da schnell aufzuräumen und habe dann fix auch alles eingesammelt. Also das lief jetzt gerade ohne Probleme. Die beiden Sterne von den Bullen haben wir trotzdem wieder. Aber vielleicht kriegen wir das ja jetzt hier genauso hin. Mal schauen. Puff, ach wunderschön. Wunderschön. So, jetzt nehmen wir das hier noch mit. Ja, gib her. So. Und jetzt erstmal weg hier. Shit, 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 shit. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Rennen. Ach Mensch, kann's denn wahr sein? Das ist doch... Eigentlich könnte ich doch hier mal... So. Dann jetzt eben so. Und jetzt machen wir die Mörderverfolgungs-Action mit unserem coolen Moped. Das passt mir jetzt überhaupt nicht, dass der Kerl mich rammen will. So, das eingesteckt und schnell weg und geschafft. Wunderschön. 2000, was? 2000 wollt ihr mich freuen? Das gibt's ja überhaupt nicht. Was haben wir hier? Taxiunternehmen. Geld haben wir. Ach kommt, wir kaufen es. Kaufen wir Taxis. Guess you're the new owner. What are you? Mob, cartel? You don't look Mexican. Anyhow, I guess you better get on with the things are gonna change around here, crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management team. Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah. Guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Ob das jetzt so eine gute Idee war, uns das anzubieten? Taxiunternehmen gekauft, $40,000. Also ich fand die ja ganz sympathisch, die Frau, muss ich sagen. Und jetzt ist auch offiziell, dass wir die Versetti Gang heißen. Wunderschön. Ach, hier drüben gibt's Aufträge. Haben wir denn... Nein, vom Phil gibt's nichts mehr. Echt nicht. Los, ihr Versetti Gang Members. Räumt mal ein bisschen auf hier. Die blöden Haitianer können es gebrauchen. Ach so, Mist. Ach, wie knuffig. Da braut er extra starken Boomschein zusammen. Ich finde die Übersetzung mit TNT-Whisky etwas merkwürdig. Aber gut, ich würde sagen, wir machen erstmal hier den guten Phil. Fertigen erstmal den guten Phil ab. Aber erstmal speichere ich. Ich will jetzt erstmal hier diese Mission geschafft wissen. Eigentlich können wir das auch laufen. Das ist ja jetzt nicht so weit. Guck mal her hier. Und vor allem können wir unser Leben wieder aufmöbeln.